Seit 40 Jahren Chefaufklärer der Luftwaffe, der Tornado. Wenn man das spürt, ein Tornado geht ab, man hört das Triebwerk, man fühlt die Luft so ein bisschen beben. Das ist einfach das Geilste. Jannes Traumberuf ist Kampfpilot. Zuvor macht er eine Ausbildung zum Waffensystemoffizier. Es gibt einfach diese Crunch-Times, einfach in gewisse Zeit oder Momente, in denen muss einfach alles klicken, da muss Schlag auf Schlag alles genauso funktionieren, wie es soll. Da zählt echt jede Sekunde. Der Hauptmann kämpft um einen der begehrten Plätze im Cockpit des Tornado. Good swing. Ready? Combat breakthrough is. Noch fliegt der Pilot vorn. Alright. Jannes sitzt hinten. Wenn ich dadurch größeres Leid abwenden kann, dann sind wir dazu da, um den Knopf auch zu drücken. Flugplatz Jagel in Schleswig-Holstein. Seit 30 Jahren Heimat von 37 Tornados und 1500 Soldaten. Wir begleiten Jannes einen Tag lang, stellen 10 persönliche Fragen. Top Gun gesehen und zack, beworben? Nee, nicht ganz. Klar, Top Gun habe ich auch gesehen, aber ich bin familiär bedingt früh in Kontakt mit der Bundeswehr gekommen. Und bin auch neben dem Flugplatz aufgewachsen, kann man sagen, auf dem Lechfeld damals. Und habe die Tornados jeden Tag starten und landen sehen. Also wenn man das spürt, ein Tornado geht ab, man hört das Triebwerk, man fühlt die Luft so ein bisschen beben. Das ist einfach das Geilste gewesen. Ich habe das jeden Tag gespürt, gesehen und wollte das dann auch machen. Die Bundeswehr sucht, gerade in diesen Zeiten, händeringend Nachwuchs. Letzten Sommer gab es auch in Jagel Air Defender, die größte Verlegeübung seit Bestehen der NATO. 10.000 Soldaten, 25 Nationen, 190 Kampfjets. Jannes verpflichtet sich 2014 nach seiner Fachhochschulreife, studiert anschließend Luft- und Raumfahrttechnik. Warum nicht ziviler Pilot? Sind Kämpfe spannender? Nein, das ist nicht meine Begründung dafür. Ich muss sagen, es ist spannender, einen Jet mit Überschall zu fliegen und immer am Limit zu sein. Das Maximale und die beste Performance aus der Maschine rauszuholen, ist für mich sehr, sehr spannend. Ich habe schon immer, ich sag mal, versucht, immer mein Bestes zu geben und auch versucht, immer der Beste zu sein. Also wir sind einfach anders involviert als ein ganz normaler ziviler Airliner. Schutzanzug und Helm wiegen rund 10 Kilogramm. Der Tornado wurde gemeinsam von Deutschland, Großbritannien und Italien gebaut. Rund 17 Meter lang, bis zu 14 Meter Spannweite, 6 Meter hoch, 14 Tonnen schwer. In Spitze fliegt der Kampfjet rund 2400 Kilometer pro Stunde. Ob Wetter, Waffen oder Manöver, vor jedem Flug steht ein Briefing. Guten Morgen, Standby for Time Hack. In 10 Sekunden ist es 7 Uhr Zulu. Zulu ist der letzte Buchstabe im NATO-Alphabet und die überall gültige Uhrzeit. Eine Stunde nach deutscher Zeit. Heute steht für Waffensystemoffizier Jannes und Pilot Marcel, auch ein Azubi, ein Flug im Simulator an. Was muss ein Kampfpilot können, was ein normaler Pilot nicht kann? Auch Ausbildung. Schwer zu sagen, da ich noch nie eine normale zivile Ausbildung zum Flugpiloten gemacht habe. Allerdings würde ich sagen, ein Kampfjetpilot muss extrem belastbar sein, sowohl physisch als auch mental. Es gibt einfach diese Crunch-Times, einfach in gewisse Zeit oder Momente, in denen muss einfach alles klicken, da muss Schlag auf Schlag das alles genauso funktionieren, wie es soll. Der Pilot muss das machen, was er machen soll. Ich muss das, was ich machen soll. Da zählt echt jede Sekunde. Nur ein Zehntel seiner Ausbildung besteht aus Fliegen. Einen Großteil der Zeit muss Jannes für Prüfungen büffeln. Avionik, Waffensysteme, Meteorologie. Derweil startet einer der Tornados in Jagel. Die Mechaniker übergeben die Maschine vor dem Start in die Obhut von Pilot und Waffensystemoffizier. Dieser hieß früher Beobachter und soll den Gegner entdecken, identifizieren und im Ernstfall mit Waffen bekämpfen. Alle Systeme sind einwandfrei. Das erste von 2 Triebwerken startet. Seit rund 2 Jahren tobt der Ukraine-Krieg. Auch für angehende Kampfpiloten eine Belastung. Die Weltlage ist angespannt. Aus Spaß kann schnell ernst werden. Wie gehst du damit um? Natürlich mache ich mir auch meine Gedanken und die Konflikte, die in letzter Zeit entstanden sind, sind natürlich relativ nah, kann man sagen. Und mich betrifft das auch. Nichtsdestotrotz versuche ich, das Ganze außen vor zu lassen, meinen Job zu machen, hochprofessionell einfach
weiterzumachen und das Beste zu geben. Den Bundeswehrjargon hat Jannis bereits verinnerlicht. Bis zu seinem ersten Flug im Tornado muss er jedoch noch üben. Vor 3 Jahren bestand Jannis seine fliegerische Feuertaufe in den USA. Das gehört zur Ausbildung dazu. Zudem muss jeder Anwärter pro Jahr 20 Stunden im Simulator fliegen. So soll sich Jannis noch vor seinem Jungfernflug an Cockpit, Aufgaben und Überraschungen in tausenden Metern Höhe gewöhnen. Ein Job im permanenten Ausnahmezustand. Mal ehrlich, schon mal beim Flug im Simulator übergeben? Nee, ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Ich kenne Kameraden, denen ist das schon mal so ergangen. Ist auch eine sehr anspruchsvolle Situation. Wir drehen uns mehrmals um die eigene Achse. Wir haben auch eine gewisse Routine, die uns eigentlich vorgibt, dass wir das immer checken, dass wir auch einander überprüfen. Wir kennen uns ja alle. Und da kann man durchaus mal sagen, hier, mir geht's nicht gut, ich kann halt vielleicht nicht fliegen. Wir tragen ja auch eine große Verantwortung, nicht nur uns gegenüber, sondern auch unseren Mitmenschen. Ja? Wenn wir dieses Flugzeug nicht fliegen können, dann sollten wir das auch nicht. Ne? Check. Fucking break is released. Ausbildung ist im Low-Tech. Sehen also das zu. Ich bin ready. Good swing. Ready? Ready. Combat break release. Climbing, yeah. Dienstsprache ist Englisch. Am Boden und hoch über den Wolken. Piloten und Waffensystemoffiziere, kurz WSO, müssen einer bis zu 9-fachen Erdbeschleunigung standhalten. Bei einem Linienflug ist es eine etwa 1,5-fache. Bei Formel-1-Piloten eine bis zu 5-fache Erdbeschleunigung. Unsere nächste Frage kommt im Flug. Wovor hast du während deiner Ausbildung am meisten Respekt? Auf jeden Fall vor meinen Mitstreitern, die jeden Tag da draußen sind, uns den Flieger klar machen und auch bei dem beschissensten Wetter das Beste geben und uns immer einen Top-Flieger da bereitstellen. Auch vor meinen Fluglehrern, die absolut professionell immer da sind und mit denen ich immer reden kann und mich immer unterstütze. Ich habe da wirklich schon viel gelernt und viele Stresssituationen, Extremsituationen erlebt, in denen die dann einfach übernommen haben und quasi den Tag auch gerettet haben. Der Job erfordert eine große Routine, viel Geduld und Perfektion. Kleinste Fehler können tödlich sein. Und recovered. Alles gut. Alright. Nach einer Stunde landen WSO-Azubi Jannis und Pilotenanwärter Marcel. Ihre Ausbilder schauen die ganze Zeit zu. Später folgt eine ausführliche Manöverkritik. Wenn alles passt, wird Jannis bald das erste Mal im echten Tornado abheben. Als Waffensystemoffizier hinter dem Piloten. Good breaks. Ich habe den Tag seit meiner Kindheit eigentlich ersehnt. Habe es noch mal allen erzählt. Kann es eigentlich kaum glauben, dass es jetzt tatsächlich mal so weit ist. Aber ich freue mich, absolut. Also es ist echt ein Traum, der in Erfüllung geht. Noch darf sich Jannis dem Objekt seiner Begierde nur am Boden nähern. Regelmäßige Inspektionen gehören zur Ausbildung. Mechaniker Sascha assistiert. Moin, 640 Einsatz klar. Copy, Dankeschön. Moin, hey, grüß dich. Danke dir. Sieht gut aus soweit? Ja, mit der Maschine ist alles gut. Keine Probleme gehabt, die letzten Flüge. Caesars müsstet ihr machen. Okay. Aber wie gesagt, ansonsten ist sie technisch klar. Das Grundgehalt in der Ausbildung liegt bei bis zu 4.000 Euro ohne Zuschläge. Was macht der WSO bzw. der Wingman des Piloten? Der WSO ist nicht ganz der Wingman des Piloten. Ein Wingman ist eigentlich ein zweites Flugzeug, der ihm quasi beisteht, mit dem man zusammen fliegt. Aber der WSO sitzt im hinteren Kampfstand hier. Der Pilot sitzt vorne und der macht eigentlich alles, damit der Pilot sozusagen sich voll und ganz auf seine Rolle als Pilot konzentrieren kann, das Flugzeug fliegen, sicher zu fliegen. Und ich beobachte quasi und überprüfe, dass alle Parameter auch mit eingehalten werden, dass die Höhe stimmt, die Geschwindigkeit. Bin sozusagen das zweite Paar Augen, was da oben mitfliegt. Und habe auch viel mit der Kommunikation, Navigation und mit dem Waffensystem an sich zu tun. Es geht, wie gesagt, nicht ohne den anderen. Also ich könnte ohne ihn nicht, klar, weil das Flugzeug nicht ohne den Piloten fliegt. Und er würde ohne mich nicht viel erreichen können.
Nach der Ausbildung zum WSO strebt Janis eine Pilotenkarriere an. Heute inspiziert er die Lufteinlässe zum Triebwerk. Drehen sich sogar gerade, den ganzen Wind. Der modernste Kampfjet der deutschen Luftwaffe ist der Eurofighter. Geringes Gewicht, hohe Schubkraft, ein echter Alleskönner. Eurofighter bilden die deutsche Alarmrotte. Tauchen am Himmel Probleme auf, schwärmen sie aus. Der Aufklärungskampfjet Tornado ist bereits rund 40 Jahre alt. Ab 2030 soll er durch amerikanische F-35 ersetzt werden. Und die möchte Janis dann unbedingt selbst fliegen. Tornado ist nicht mehr ganz taufrisch. Traust du der Technik noch? Ja, absolut. Die Zelle ist zwar alt, aber das Innere und die Avionik ist topmodern. Wir haben hier eine schwenkbare Flügelfeilung. Das ist wirklich die echte Fliegerei, wie man sie kennt von damals. Ja. Es gibt nicht mehr die Computersysteme, die alles für einen selber machen, sondern muss wirklich noch selber Hand anlegen und den Flieger selbst fliegen. Und das macht echt Spaß. Eine diplomatische Antwort. Der Tornado ist derzeit in der politischen Diskussion wegen möglicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Die bereits gelieferte Lenkflugrakete Iris-T und der noch nicht freigegebene Marschflugkörper Taurus, beide führt der deutsche Kampfjet mit sich. Bringt uns zu Frage 9. Was sagen Familie und Freunde zu deinem Berufswunsch, deiner Ausbildung? Also meine Familie steht voll und ganz hinter mir. Die freuen sich total für mich, dass ich diesen Job machen kann. Klar ist es nicht ungefährlich, aber die wissen, dass ich meinen Job gut mache. Und bis jetzt bin ich immer wieder zurückgekommen und das wird auch so weitergehen. Es gibt eigentlich keinen in meinem Freundeskreis, außer den Leuten, mit denen ich hier arbeite, die irgendwas Ähnliches machen. Und da ist das auf jeden Fall was Besonderes. Da kommen immer wieder Fragen, aber ich erkläre das denen immer ganz gerne und die sind immer sehr begeistert. Die Lieferung von Kampfjets in die Ukraine wird heiß diskutiert. Deutschland hat das bislang ausgeschlossen. Frankreich und die USA es als sehr unwahrscheinlich bezeichnet. Fakt ist, nach Jahrzehnten des Friedens gibt es wieder Krieg in Europa. Was macht das mit einem jungen Menschen wie Janis? Unsere letzte Frage, wieder eine persönliche. Was, wenn du tatsächlich mal im Ernstfall auf den Knopf drücken müsstest? Macht dir das gar nichts aus? Doch, natürlich macht mir das aus. Ich hoffe auch, es wird nie dazu kommen. Ich habe mich mit der Frage schon vor meinem Eintritt in die Bundeswehr, habe ich mir die selber gestellt. Und im Endeffekt muss es jeder für sich selber klären. Wenn ich dadurch größeres Leid abwenden kann, dann würde ich das auch machen. Im Endeffekt kriege ich einen Befehl, ich kriege ein Ziel. Und wenn ich und der Pilot, wenn wir zusammen uns sicher sind, dass das das richtige Ziel ist und wie gesagt dadurch größeres Leid abwenden können, dann sind wir dazu da, um den Knopf auch zu drücken. Auf Befehl und als Ultima Ratio. Bis 2031 soll die Zahl der Soldaten hierzulande von 180 auf rund 200.000 ansteigen. Dann wird Janis im besten Fall schon ein echter Kampfpilot sein.